Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Als das atomare Feuer die Erde verschlang, überlebten nur jene, die sich in große unterirdische Vaults gerettet hatten. Als diese sich wieder öffneten, zogen die Bewohner in die Ruinen der alten Welt, um neue Gesellschaften zu bauen, Dörfer zu gründen und Stämme zu bilden. Im Laufe der Jahrzehnte vereinte sich das, was einst der amerikanische Südwesten war. Unter der Flagge der Republik Neukalifornien, die sich der Werte Demokratie und Gesetzestreue aus der alten Welt verpflichtete. Mit der Republik wuchsen auch ihre Bedürfnisse. Späher zogen ostwärts, um in der gnadenlosen Weite der Mojave-Wüste nach Land und Reichtum zu suchen. Bei ihrer Rückkehr berichteten sie von einer Stadt, die vom Brand der Sprengköpfe unberührt geblieben war, und von einer großen Mauer am Colorado. Die RNK mobilisierte ihre Armee und schickte sie nach Osten, um den Hoover-Staudamm zu besetzen und wieder funktionsfähig zu machen. Aber auf der anderen Seite des Colorado war eine andere Gesellschaft unter einem anderen Feldzeichen aufgestiegen. Caesar's Legion. Eine riesige Armee aus Sklaven, die durch Eroberung von 86 Stämmen entstanden war. Seit 4 Jahren hält die Republik den Damm, gerade so gegen die Anstürme der Legion. Und die Legion zieht sich nicht zurück. Auf der anderen Seite des Flusses sammelt sie Kraft. Lagerfeuer brennen, Kampftrommeln werden geschlagen. Während all der Zeit blieb der Strip von New Vegas für Geschäfte geöffnet, kontrolliert von seinem geheimnisvollen Aufseher Mr. House und seiner Armee aus rehabilitierten Stammesangehörigen und Polizeirobotern. Sie sind ein Kurier, der im Auftrag des Mojave Express ein Paket zum Strip von New Vegas liefern soll. Doch die einfache Zustellung nahm eine unerwartete Wendung. Du hast, was du wolltest. Also her mit der Kohle. Jetzt heul hier nicht rum, Kumpel. Ratet mal, wer hier drüben aufwacht. Es ist Zahltag. Mann, hast du's bald? Vielleicht nieten die Kahne ja Leute um, ohne ihnen ins Gesicht zu sehen. Aber ich bin kein so ein linker Hund. Klar? Das war deine letzte Lieferung. Tut mir leid, dass du da reingezogen worden bist. Für dich sieht das sicher wie eine ausgewachsene Pechsträhne aus. In Wahrheit war es von Anfang an ein abgekartetes Spiel. Und somit herzlich willkommen zu Fallout New Vegas. Ihr habt euch gewünscht, dass ich mal den Nachfolger von Fallout 3 zocke. Fallout 3 wird jetzt natürlich weiterhin auch noch nebenbei laufen. Ist ja klar, Fallout New Vegas ist dafür eine eigene Story. Also werdet ihr bei Fallout 3 nichts gespoilert bekommen. Hoffe ich jetzt einfach mal. Fallout New Vegas ist mein erstes Blind-Projekt Bethesda-Reihe zumindest. Sag ich jetzt einfach so, ich glaube, das ist sogar allgemein so ein Bleiprojekt und ich freue mich übelst auf das Game und ich hoffe, dass das geil wird und ich glaube, da kommt jetzt ein, warte mal, wir wurden gerade im, also gehen wir mal kurz drauf ein, ich kenne ja ein paar Sachen von Fallout, auch ein paar creepy Sachen, das erzähle ich aber dann gleich und ich glaube, jetzt kommt das Intro, also schauen wir mal. Okay. Hey, immer mit der Ruhe. Sie waren für einige Tage außer Gefecht. Warum entspannen Sie nicht erstmal? Orientieren Sie sich. Mal sehen, wie groß der Schaden ist. Was ist mit Ihrem Namen? Können Sie mir Ihren Namen sagen? Das Witzige ist, ich werde den Charakter, denke ich mal, genauso erstellen wie in Fallout 3, weil wir dann somit unseren, ich nenne es einfach mal Hauptprotagonisten weiter behalten und ich möchte jetzt auch nicht so viel labern hier.
Nicht unbedingt das, was ich für Sie ausgewählt hätte, aber wenn das Ihr Name ist, dann ist das Ihr Name. Richtig. Ich bin Doug Mitchell. Willkommen in Good Springs. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, aber ich musste ein wenig in Ihrem Schädel wühlen, um das ganze Blei rauszuholen. Ich bin ganz stolz auf meinen Umgang mit der Nadel, aber Sie sollten mir lieber sagen, wenn etwas nicht an der richtigen Stelle ist. Wie habe ich es gemacht? Okay, anscheinend sind wir jetzt schon in der Charaktererstellung. Und, das Game läuft irgendwie flüssiger, habe ich das Gefühl. Sehr schön. Warte mal, was hatten wir letztes Mal? Ich glaube, irgendwie afroamerikanisch. Ne, Latino hatten wir, glaube ich. Und dann weißere Haut. Ich nehme jetzt einfach mal, warte mal, den hier. Kann ich zurückmachen, genau. Also Alter, ach, wir können das auch Alter festlegen, da vorher auch. Wir können entweder so ganz alt oder so ganz jung. Ich nehme mal jetzt ein bisschen älter, so würde ich sagen. Anpassen, Form, allgemein, ach, brauchen wir alles nicht. Ton machen wir mal hell, nicht zu hell. Das sieht ja aus wie ein Zombie schon. Okay, Augenfarbe machen wir dunkelbraun, okay. Mache ich immer ganz schnell so durch. Frisur nehme ich wie immer Strumway, wie ist der, glaube ich. Struggle, genau. Oder war das die Unruhe? Oder war das Gegenwind? Ich nehme jetzt einfach... Der sieht ein bisschen aus wie links, ne? Von Last of Us. Ich glaube, das nehmen wir dann auch so. Dann spielen wir halt mal mit... Wie hieß er nochmal? Joel, glaube ich, hieß er, ne? Naja, die meisten Dinge stimmen ja. Die wichtigsten Dinge. Gut. Es bringt nichts mehr, sie im Bett zu lassen. Mal sehen, ob sie aufstehen können. Gut. Warum gehen Sie nicht ans andere Ende des Zimmers? Zum Vitalitätstester da drüben. Ah. Schön langsam. Okay. Das ist kein Rennen. Dieser Vitalitätstester, wenn ich mich recht erinnere, weil ich kenne ja den Anfang, weil ich noch meinen Kumpel gesehen habe, als er sich das Spiel mal vor ein paar Jahren gekauft hat. Der Vitalitätstester ist so wie dieses, statt... Achso. So merken wir schnell, ob sie wieder alle Fähigkeiten beisammen haben. Alles klar. Wie dieses, was man als Baby in Fallout 3 mal hatte am Anfang. Zum Auswählen. Okay, hier mal dann die kurze Beschreibung. Kenne ich ja alles. Charisma macht das. Das macht das. Das macht das. Und das macht das. Kenne ich alles. Ich habe 5 Punkte. Deswegen werde ich einen in Intelligenz. Einen in Stärke. Ich mache 2 Intelligenz. Einen in Sprache eigentlich. Ach, Charisma, genau. Und dann machen wir noch einen in Ausdauer. Genau. So. Fertig. Das ist ein recht normales Ergebnis. Aber nach dem, was Sie durchgemacht haben, sind das gute Neuigkeiten. Nun, ich bin nackt. Wir wissen, dass Ihre Lebenszeichen gut sind. Trotzdem könnten die Kugeln aus Ihrem Gehirn einen Haufen Großhorn-Dung gemacht haben. Wie wäre es, wenn Sie sich auf die Couch setzen und ein paar Fragen mit mir durchgehen? Okay. Um zu sehen, ob Ihre Hunde noch richtig bellen. Also meine Hunde bellen richtig, da brauchst du keine Angst zu haben. Ob Hunde rückwärts bellen können? So, wow, und dann wow. Ich werde ein Wort sagen. Sie antworten mit der ersten Sache, die Ihnen dazu einfällt. Hund. Hund, ja, erst wäre Katze. Haus. Zuflucht, ja. Oder, ja doch. Na. Schlafen. Bandit. Erstechen. Licht. Taschenlampe, ja. Mutter. Menschlicher Schild. Ah, da ist gar nicht so einfach. Ich würde mal Gene sagen. Gut, jetzt habe ich ein paar Aussagen. Bitte sagen Sie mir, wie sehr das nach etwas klingt, das Sie sagen würden. Die erste. Konflikte entsprechen einfach nicht meinem Wesen. Ich würde mal sagen, trifft zu. Ich verlasse mich nicht gerne auf die Unterstützung anderer. Oh, nicht gerne. Also, nö. Ich möchte immer trifft im nicht zu. Der Aufmerksamkeit stehen. So ADHS-mäßig, ja natürlich, sehr stark sogar. Ich freunde mich nur langsam mit neuen Ideen an. Ich mache das ja auch wirklich vernünftig. Mit neuen Ideen. Ist langsam
trifft überhaupt nicht zu. Ich gehe meine Probleme immer frontal und direkt an. Ja. Wir haben es fast geschafft. Auf jeden Fall. Was sagen Sie, wenn Sie sich das hier anschauen? Sagen Sie, was Sie sehen. Gute Frage. Was könnte das sein? Eine chemische Reaktion. Ja. Der meint, glaube ich, das in der Mitte, ne? Gut. Was ist damit? Das sieht aus wie so ein Fell. Technische aus dem Raumzeitalter. Ja, ne? Hier so oben. Würde ich jetzt mal tippen. Und das letzte. Das sieht aus wie so zwei Typen, die so sich so High Five geben. Ein bärtiger Mann. Mehr wie so, doch, das sieht aus wie so ein Licht in der Dunkelheit, weil guck mal hier, das sieht aus wie so eine Lampe, ne? Wie so ein bisschen, wie so eine Öllampe. Mehr hat sie nichts geschrieben. Ich habe keine Vergleichsmöglichkeiten. Also werfen Sie besser selbst einen Blick auf die Ergebnisse. Okay. Schauen Sie, ob alles richtig aussieht. Okay, dann das ist dann so wie da, wie ist er nochmal, GEK? Ne, GEK war das, nicht, den man, diesen Test, den man machen muss in der Bolt. Nahkampf, ne, das machen wir mal auf Reparieren. Sprache und Wissenschaft ist so in Ordnung, würde ich fast schon sagen. Oder Dietrich, Reparieren oder Dietrich, oder Sprache ist wichtig, Wissenschaft auch, ja, dann lassen wir das so. Sehr schön. Bevor ich Sie gehen lasse, brauche ich noch eine Sache von Ihnen. Füllen Sie dieses Formular aus, damit ich ein Gefühl für Ihre Krankengeschichte bekomme. Okay. Nur eine Formalität. Ich glaube ja nicht, dass Kopfschüsse in Ihrer Familie eine Erbkrankheit sind. Doch. Bis es zwei Eigenschaften wählen, das ist glaube ich neu, oder? Warte mal, Willis Oetler vereint die bizarrsten und albersten Elemente. Yep, auf jeden Fall. Bizarrste Elemente sowieso. Nichts ist für die Ewigkeit. Warte mal, Klaustrophobie. Sie haben Angst vor geschlossenen Räumen. Wahrscheinlich wegen der Mutanten, die dort leben. Sie halten plus 1 auf Special-Attribute, wenn sie draußen sind. Aber minus 1, wenn sie drinnen sind. Oh, das sind alles gute. Sie halten plus 2 auf jeder ihrer Spezialattribute von 6 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags. Aber erleiden minus 1 von 12 Uhr mittags bis 6 Uhr morgens. Weil sie nicht auf ihrem Leistungsgipfel sind. Ach du Scheiße, Mandible haben sie. Ach du Scheiße, das sind alles richtig krass, ey. Der Flammenwerfer ist so besser. Warte mal, haben wir nicht irgendwas, Schnellschuss. Schneller, aber ungenauer, oder, ich würde sagen, langsamer, aber dafür präziser. Das ist wichtig. In Ordnung. Das so, jetzt haben wir. Kommen Sie mit, ich bringe Sie nach draußen. Ich werde ja, denke ich mal, so einen 20-Minuten-Part oder so machen. Daher tut mir jetzt leid, wenn wir so ein bisschen an dieser Stelle stagniert sind, weil ich, es ist wirklich blind für mich und ich möchte es auch nur fürs Let's Play komplett durchzocken zum ersten Mal. Okay. Hier, das gehört Ihnen. Das war alles, was Sie bei Ihrer Einlieferung dabei hatten. Habe mir erlaubt, einen Blick auf die Notiz zu werfen. Hätte ja Hinweise auf Angehörige geben können. Da stand aber nur was von einem Platin-Chip. Okay. Wenn Sie wieder nach draußen gehen, sollten Sie das hier haben. Man nennt es einen Pip-Boy. Ich wuchs in einer dieser Wards auf, die Sie vor dem Krieg bauten. Wir bekamen alle so einen. Mir nutzt er jetzt nicht mehr viel. Aber nach allem, was Sie durchgemacht haben, möchten Sie ihn vielleicht. Ich kenne das Gefühl von Verlusten. Und ziehen Sie das hier an, damit die Leute Sie nicht wegen mangelnder Sittsamkeit aufs Korn nehmen. War sowieso nie ganz mein Stil. Vault 21 Overwall. Danke, dann gibt's eine Vault 21 hier. Danke, dass Sie mich zusammengeflickt haben, lieber Doktor. Keine Ursache, dafür bin ich ja hier. Richtig. Bevor Sie die Stadt verlassen, sollten Sie mit Sunny Smiles reden. Sie kann Ihnen beibringen, wie man die Wüste meistert. Sie ist sicher im Saloon. Einige andere Leute im Saloon können Ihnen vielleicht auch helfen. Und der Metallbursche Victor, der Sie aus dem Grab gezogen hat. Sollten Sie da draußen verletzt werden, dann kommen Sie einfach zurück. Ich werde Sie wieder in Form bringen. Aber versuchen Sie nicht noch einmal getötet zu werden. Was? Hardcore-Modus? Da stellen Sie diesen Modus mit dem Weg. Erst noch ein Minute, okay.
Munition hat ein Gewicht und die Dehydration. Wie geheißt das denn bitte? Jetzt muss ich echt ernsthaft überlegen, wenn ich den Hardcore-Modus mache, dann wird das übelst geil, das Game. Dann werden die Gegner richtig hart. Ich glaube aber lieber nicht, weil ich kenne das Spiel nicht und das, komm, scheiß drauf. Lieber jetzt als nie. Ich bin so blöd. Oh, eine Quest. Ist das eine Quest? Klang gerade so, ne? Ich habe wohl eine Quest bekommen. Ich weiß, dass ich diese Add-ons dabei habe. Also habe ich wohl gerade ein paar Sachen im Inventar bekommen, wie ich gesehen habe. Kleidung. Mal schauen. 21 Oberwehr hat er an. Was ist das denn? Da ist aber ein... Cool. Leichte Metallrüstung. Cool. Nehme ich gerne. Ein Fernglas? Alter, ein Fernglas, wie geil ist das denn bitte? Eine 10mm Pistole, Schaden... Okay. Schaden pro Sekunde haben sie jetzt auch drin. Dann nehmen wir mal Karawanflinte. Sieht auch wie eine Schrotflinte. Ach, wir nehmen die Pistole. Nehmen wir mal. Ach, kann ich auch gar nicht, okay. Und jetzt kommen wir ins Ödland, wo ich noch nie... Ich war noch nie im Ödland. Ich kenne nur das Anfangshaus. Was war das denn gerade für ein Geräusch? Habe ich gerade irgendwie so Para oder so? Paras oder so? Ich weiß nicht. Ich habe auf einmal so ein Windows... War das ein Windows-Geräusch? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich jetzt mal ohne Scheiß echt gespannt, was mich erwarten wird. Oh, wie geil. Old World Plus. Ja, mein Frappensee-Signal auf dem. Okay. Ah, jetzt kommen wahrscheinlich hier wieder die ganzen Missionen dazu. DLC. Oh. Aha. Bla. Was ist. Ey, was. Was? Ey. Howdy, Partner. Sie sehen richtig. Lucky Luke. Aus. Ich habe Lucky Luke gefunden. Danke, dass du ihn aus dem Grab ausgegraben hast. Keine Ursache. Das war wohl der. Stelle, wenn ein Fremder in Not ist. Da war wohl der Metallfreund, ne? Wie hast du mich gefunden? Während eines Abendspaziergangs hörte ich Geräusche vom alten Gottesacker. Ich sah ein paar fiese Kerle, also hielt ich mich bedeckt. Als sie weg waren, habe ich nachgeschaut, ob sie noch leben. Das taten sie. Also schleppte ich sie so schnell es ging zum Dock. Oh, das ist aber ein lieber Roboter. So einen Roboter, wer ist meine. Genau, so einen Roboter habe ich noch nie gesehen, nicht mal ernsthaft. Außer am Anfang jetzt gerade. Ich glaube, da waren auch welche, ne? Ich bin ein Securitron. Rocco Sicherheitsmodell 2060B. Wenn Sie mal einem meiner Brüder begegnen, können Sie ihm Howdy vom Victor ausrichten. Der Victor. Wer waren die Männer, die mich angegriffen haben? Kamen mir nicht bekannt vor, die Lumpen. Vielleicht können Ihnen die braven Bürger der Stadt dabei weiterhelfen. Also ein Sheriff hier anscheinend, okay. Gute Reise. Okay, also, ich wollte nur kurz angemerkt haben, ich habe Fallout New Vegas nie gespielt. Auch nie ein Let's Play oder so davon gesehen. Das ist alles 100% blind. Aber ich kenne ein paar creepy Orte. Okay, ihr Pippo hat Radioübertragung. Siria Madre, Dead Money geladen. Ach, Dead Money war ein Add-on, genau. Das weiß ich sogar. Ach, guck mal hier, das Anvisieren haben sie jetzt auch cooler gemacht. Sehr schön. Cool. Also, ich weiß, dass es hier ein paar creepy Sachen in Fallout gibt. Unter anderem so ein Friedhof mit komischen Geräuschen und so was. Okay, wir sollten irgendwie zu so einem Saloon hingehen. Boah, richtig geiles Feeling gerade hier mit diesen... Ich liebe dieses Cowboy-Feeling, ohne Scheiß. Ey, hier steht... Boah, hier stehen Motorräder. Ey, wenn man die fahren könnte, das wäre so... Oh, hier ist einer. Das wäre so... Easy Pete. Howdy. Was kann Easy Pete für Sie tun? Warum nennt man Sie Easy Pete? War mal Prospektor, bis ich mich hier niederließ. Weit weg von der RNK. Jetzt hüte ich Brahmin und Großhörner. Und mein Motto ist... Take it easy. Da ist ein schönes Motto. Wir haben einen Kerle, die mich angegriffen haben. Vielleicht weiß der Herr was davon. Der mit dem feinen Zwirn scheint das Sagen zu haben, wenn Sie mich fragen.
Andere Leute im Dorf könnten mehr wissen. Okay. Geben aber einen Rat. Wenn sie den je treffen, passen sie bloß auf. Der hat kalte Augen, wie eine Schlange. Dem ist nicht zu trauen, sage ich. Nee, der sah wirklich komisch aus. Was ist ein Prospektor? Haben sie nach Gold oder Silber gegraben? Na, man stöbert den alten Gebäuden rum. Nach funktionierendem Technikkram und so. Manche nennen das Schrottsammeln, aber das fand ich blöd. Für mich klingt das nach kaputtem, fast wertlosem Plunder. Ich habe aber gutes Zeug gesucht. Waffen, Medikamente, Ersatzteile. Bringt gutes Geld. Okay. Na gut, dann erstmal auf Wiedersehen. Immer schön die Wumme einstecken, wenn sie hier an verlassenen Orten rumschnüffeln. Zum Beispiel im Schulhaus. Da treiben sich oft Viecher rum. Alles klar. Die haben auf jeden Fall, zumindest merke ich das gerade, irgendwie so ein... Ja, so eine gute Synchronisation, würde ich schon fast sagen, weil, bei Fallout 3 würde ich nicht sagen... Platz, oh. Cheyenne. Keine Sorge. Sie beißt nur, wenn ich es ihr sage. Weil, mir kommt das gerade so ein bisschen so vor, als wie kommen glaubwürdig rüber. In Fallout war das auch so, aber irgendwie gerade der alte Mann und so, das war schon cool. Doc Mitchell meinte, dass wir könnten in der Wüste zu überleben. Ja, ich kann Ihnen wohl das eine oder andere beibringen. Klingt, als ob Sie nach dem, was man Ihnen angetan hat, jede Hilfe brauchen können. Treffen okay. Sie mich draußen, hinter dem Saloon. Ah, da fährt auch schon der Zug vorbei, okay. Hinter dem Saloon, draußen hinter dem Saloon. Der blinkende Pfeil auf dem Radar, okay. Ah, da muss ich doch hier raus. Oder ich muss sie der folgen. Ich weiß nicht. Ich sehe da eine Tür hinten. Tatsächlich, okay. Hier. Ah. Okay. Ah, das ist ihr Hund, okay. So, sehen Sie die Sarsaparilla-Flaschen da auf dem Zaun? Nehmen Sie das hier und treffen Sie ein paar davon. Wo ist der Zaun? Ach, da. Okay, dann versuchen wir mal. Kleinkalibergewehr hat es mir gegeben. Ah, daneben, scheiße. Ja, so ist es richtig. Hocken Sie sich hin und bleiben Sie ruhig. Das hilft beim Zielen. Guter Schuss. Tja, das ist schon mal ein Anfang. Aber Sie sind wohl nicht hergekommen, um gegen Sarsaparilla-Flaschen zu kämpfen. Doch. Ich sage Ihnen was. Ich muss ein paar Geckos von der Wasserquelle vertreiben. Scheint die Viecher immer anzulocken. Wollen Sie mitkommen? Ja klar, warum nicht? Folgen Sie mir. Es ist nur ein kleines Stück südöstlich. Alles klar. Und bevor wir jetzt der folgen, mache ich an dieser Stelle Feierabend. Weil ich wollte vielleicht nachher noch einen Livestream machen und da muss ich noch ein bisschen meine Stimme schonen, weil ich habe noch ein bisschen Halsschmerzen. Gut, Leute, ich hoffe, jetzt hat dieser erste Part von Fallout New Vegas gefallen. Wenn der Part euch gefallen hat, dann sagt mir Bescheid. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut und so. Und tschö.